Schwarze Liste für säumige Prämienzahler. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Willst du mehr wissen über das Thema Versicherung, Steuern und Finanzen? Dann empfehle ich dir, unseren Kanal zu abonnieren. Dann weißt du Bescheid rund um diese Themen und wirst immer informiert, wenn neue Sachen von uns herauskommen. Schwarze Liste für säumige Prämienzahler. Was ist das ganz genau? Und zwar geht es hier primär aktuell um das Thema Krankenkassenprämie. Und zwar gibt es tatsächlich Kantone, die sogenannte schwarze Liste führen. Und zum Beispiel ist das Kanton Aargau, Luzern, Tessin, Thurgau und Zug. Das ist jetzt Status Mai 2022. Und dort werden Personen vermerkt, die ihre Krankenkassenprämien einerseits nicht bezahlt haben oder offene Ausstände haben zum Thema Selbstbeteiligung, sprich Franchise und Selbstbehalt. Nun, was passiert grundsätzlich, wenn du auf der schwarzen Liste bist, aufgrund dieser zwei Sachverhalte oder einer der zwei Sachen, die ich dir jetzt genannt habe? Und zwar bekommst du als versicherte Person nur in Notfällen medizinische Behandlungen. Und hier die Definition: Eine Notfallbehandlung liegt nach neuer Definition vor, dann vor, wenn die Behandlung nicht aufgeschoben werden kann. Also, das ist die Definition vom Notfall. Also, diese Regelung wurde in Bern verabschiedet. Die gibt es jetzt also grundsätzlich. Das war eine Initiative aus dem Kanton Thurgau. Man konnte sich jetzt endlich national grundsätzlich mal darauf einigen, weil das Gesundheitswesen grundsätzlich immer kantonal politisch organisiert ist. Und das ist eigentlich jetzt sehr neu. Und hilft anscheinend. Also der Kanton Thurgau, als Beispiel zu nennen, hat gesagt, dass die Liste wirklich funktioniert und die säumigen Prämienzahler, also die Prämienzahler sind zurückgegangen. Es scheint also so zu funktionieren wie ein sogenanntes Case Management. Also das ist wichtig für dich wirklich zu wissen. Mein kleiner Tipp, bevor es so weit kommt, dass du auf dieser Liste grundsätzlich landest, da musst du auch schon in Betreibung sein, wenn du wirklich merkst, es wird knapp mit dem Geld, Krankenkasse ist ein brutaler Budgetposten, müssen wir nicht darüber diskutieren, nimm mit der Krankenkasse Kontakt auf, wenn du merkst, es wird knapp, sprich mit ihnen und mach eine Vereinbarung. Ganz einfach. Sparst du dir wirklich sehr viel Mühe, weil es ist dann sehr ärgerlich, wenn dir wirklich etwas passiert und du auf der Liste bist und du kommst die Behandlung nicht über oder wirklich nur in diesem beschriebenen Notfall. Wichtig auch noch grundsätzlich ist, dass junge Erwachsene in diesem Zusammenhang befreit sind und ebenso auch noch wichtig, wenn ihr zum Beispiel 17, 16 seid, die Eltern grundsätzlich haben jetzt Schulden bei der Krankenkasse und ihr seid noch minderjährig, dann, wenn ihr dann volljährig seid, könnt ihr wechseln und leidet nicht unter dieser Pflicht, dass die Eltern jetzt versäumt haben, die Prämien zu zahlen. Das ist wieder, glaube ich, auch noch ein sehr wichtiger Punkt. So, nun, was hältst du von dieser schwarzen Liste pro-contra? Lass uns doch mal in den Konsens kommen. Ich würde mich freuen über deinen Comment unten im Video. Und wenn dir das gefallen hat, dann bitte teilen, liken, Feedback. Wenn du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch. Ich freue mich auf dich, dein Versicherungsguide Christian. Ciao!